Tracht statt Trikot, ein besonderer Termin, speziell für die Neuzugänge und Neutrainer Vincent Kompany. Ich wollte das immer schon machen und dann ist es jetzt das erste Mal. Und ja, es fühlt eigentlich schon ganz normal an, ja. Und sieht auch gut aus. Das kann der Kapitän nur bestätigen. Er hat die richtigen Oberschenkel, die richtigen Waden dazu auch und fand ich, sah ganz gut aus. Die Lederhosen, quasi die Einführung in die bayerische Lebensart. Die Statur, laut Experte Müller, aber egal. Sobald man die Lederhosen anzieht und dann das Oktoberfest vor der Tür steht, dann kriegt man immer so eine gute Dosis auch dieses bayerischen Lebensgefühls mit. Und das steht eigentlich eben. Der Urbayer muss es wissen. Optisch kann also nichts mehr schiefgehen. Doch sportlich kommt es während der Wiesn bereits zum Duell mit Meister Leverkusen. Gott sei Dank kenne ich die Situation schon fast gar nicht mehr, weil ein Spiel gegen den amtierenden deutschen Meister hatte ich zuletzt wahrscheinlich, wann war es, in der Saison 2012-2013. Am fünften Spieltag ist es soweit. Uns sieht keiner die Lederhosen aus. Oder besser, wir ziehen uns dieses Jahr die Lederhosen wieder selbst an. Die Tracht sitzt, das bayerische Lebensgefühl ist eingehaucht. Jetzt wollen die Bayern wieder zu sportlicher Dominanz zurückfinden. Hat ja auch Tradition, zumindest beim FC Bayern.